Das müssen die Plünderer aus Fahrlicht sein. Da scheint irgendwas vorzugehen. Glaubst du wirklich, du schaffst das? Du kennst mich. Habe ich dir je weniger als Perfektion angeboten? Wenn das nicht die Retterin von Meridian ist und meiner Unternehmungen. Larent, sag hallo. Hallo, schön dich zu... Ja, wenn sie nicht gewesen wäre, würde ich wahrscheinlich jetzt nicht hier stehen. Ah, scheußliche Sache, was die Tenakt mit der Gesandtschaft gemacht haben. Aber alle im Fahrlicht sind dankbar, dass du sie verjagt hast. Das ist also deine Bergungsoperation. Bessere Bauteile findest du nirgendwo im Westen. Und bald werden wir noch mehr zu bieten haben. Der Westen war viel zu lange, naja, verboten. Gefährlich. Aber wenn wir eine Rüstung bauen könnten, so stark und auch so sicher, dass dir hier draußen wirklich nichts mehr gefährlich werden könnte. Die würde ich dann zu gern mal sehen. Na, selbstverständlich. Deshalb habe ich meine talentiertesten Plünderer gebeten, genau diese Rüstung zu bauen. Jeder wird sein Werkstück vorstellen. Die beste Rüstung geht in den Verkauf. Für Jäger wie dich. Glückspilz. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich habe etwas in Kettenkratz zu erledigen. Larent kümmert sich währenddessen um dich. Ich bin so gespannt, was du mir präsentieren wirst. Es wird toll. Es wird die anderen aus der Schmiede blasen. Du musst mir helfen. Wovon redest du? Die Rüstung. Ich habe schon ein Dutzend Versionen gebaut, aber keine ist gut genug. Und es gibt andere Trupps, weiter westlich. Wenn die eine bessere Rüstung hinkriegen, dann kann ich diese Scherben vergessen. Du kriegst einen Preis, wenn Keruf deine Rüstung auswählt? Einen großen. Und ich habe das perfekte Design. Ich brauche nur die Bauteile. Und das schnell. Also, vielleicht könnten wir einen Vertrag abschließen und du besorgst sie mir? Was für Teile brauchst du denn? Panzerwandererbehälter. Ihre Panzerung ist äußerst widerstandsfähig. Das gibt die perfekte Rüstung. Das weiß ich. Ich glaube, das kriege ich hin. Ah, dank der Schmiede. Hier in der Nähe ist eine Herde. Hier ist der Vertrag. Ich sage dir alles, was du wissen musst. Du erledigst die Maschinen. Und meine Leute holen die Behälter. Ich sehe mir das später an. Danke. Hör auf dich, Aloy. Ich sollte erst den Vertrag lesen, bevor ich auf die Jagd gehe. Schlacht gewesen sein. Die Alten haben alles gegeben, um den Terror-Schwarm zu besiegen. Wenn du den nimmst, bin ich. Keine Maschine. Nur du. Schieß auf die Brande! Komm schon, Bruder! Yeah!
Das ist in meinem Vorrat, wenn ich es brauche. Hallo, Flammenhaar. Komm her, ich möchte mich bedanken. Wenn das nicht die Heldin des Tages ist. Wie gut, dass du vorbeigekommen bist. Seid ihr Stöberer? Wir arbeiten schon länger im Niemandsland. Ich wollte eigentlich wieder in Fahrlicht sein, wenn sie die Tore öffnen. Du weißt schon, nach dieser Gesandtschaft. Aber da wir gerade fast Hackfleisch geworden wären, lief es da wohl nicht so gut. Das könnte man so sagen. Das Niemandsland war ja noch nie wirklich sicher. Aber ein Tenakt-Angriff auf neutralem Gebiet hätte ich nicht erwartet. Und sie reiten jetzt Maschinen. Wenn ihr nach Fahrlicht wolltet, was hielt euch hier auf? Wir sind auf ein paar Ruinen gestoßen. Dachte, wir sehen mal nach, was da drin ist. Aber alles voller seltsamer roter Kristalle. Da kommt man nicht durch. Also schlugen wir hier ein Lager auf. Aber morgen früh brechen wir sofort nach Fahrlicht auf. Ich sollte wohl unsere Leute in Zackentiefe über das hier informieren. Zackentiefe? Eine Ausgrabungsstätte beim großen See im Süden. Mit viel Schrott aus der alten Welt. Nicht zu verfehlen. Das war mein Stichwort. Hier. Danke für die Unterstützung. Vielleicht hilfst du mir ja irgendwann nochmal aus der Klemme. Hoffentlich nicht. Stein. Innen die Lohe aber ab und glänzen. Auf Hinter. Thank you.
der Durchgang sein, der in Larens Vertrag steht. Ich sollte noch mal die Fakten durchgehen. Den Vertrag schnell lesen. Panzerwanderer benutzen oft diesen Durchgang. Und Larens will ihre Panzerung. Er muss in seinem Lager nur auf sie warten. Vielleicht sollte ich erst ein paar Fallen auf ihren Weg stellen, um die Herde zu überrumpeln. Silens Koordinaten scheinen zu diesem Wrack zu passen. Hat er Hades auf noch einem Titan installiert? Hier ist es. Laut den Koordinaten, die ich vom Turm ausgescannt habe. Eine Werkstatt unter einem toten Horus-Titan. Genau der Ort, an dem Silent sich verkrümeln würde. Aber was hat er hier gemacht? Das Gerät blinkt. Ich schätze, Silent will, dass ich es überprüfe. Mein Rucksack ist voll. Ich kann es später aus dem Vorrat nehmen. Das meiste ist zensiert. Aber anscheinend hat Silence dran gearbeitet, dass Hades redet.
Aloy. Lass diese Nachricht ein Licht sein, das dich aus dem Nebel der Unwissenheit führt. Mit Sprengstoff habe ich die Prozessorkugel vom Titan gelöst. Ein perfekter Käfig für unseren gemeinsamen Freund Hades, mit dem man ihn zur Kooperation bringen kann. Sag ihr, was wir besprochen haben. Mit dem mysteriösen Signal, das dir Leben schenkte. Signal nur für mich gedacht. Signal wurde 17,22 Jahre lang empfangen. Dann Abbruch. Kann nicht kompromittieren. Ja, ja, Neustart. Doch Einheiten werden versagen. Wieder dabei, ja? Vielleicht brauchst du eine Erinnerung an dein Versagen. Du siehst, Aloy, Gaia kann sicher neu gestartet werden. Wo du das Backup findest, tja, da musst du mir wohl folgen, um das herauszufinden. Er meint, er hätte alles im Griff. Passt auf, es gibt nur einen Weg herauszufinden, wo er die Kugel hingetan hat. Mal sehen, wohin die Spur führt. Hier bin ich. Wie ein Trottel hinter Silence her. Nachdem er mich mit seiner Lanze reingelegt hat, um Hades zu stehlen. Eine verrückte KI, die alles töten will. Konnte er sie mich nicht einfach zerstören lassen? Und jetzt bekomme ich noch mehr mit seinem selbstgerechten Mist zu tun. Ich könnte Schockmunition benutzen. Legen wir los!
Eine Herde Plünderer ist immer gut, um Teile zu erhalten. Ist sich ziemlich sicher, dass er ein Backup von Gaia gefunden hat. Aber wieso? Überall, wo ich nachgesehen habe, jede Spur, alles Sackgassen, alle Backups gelöscht. Also, was hat Hades ihm gesagt? Sachen für den Vorrat. Ich erwartet hier jemanden anzutreffen. Hallo. Was macht deine Nora so weit im Westen?
Egal, egal. Ich kann dich für die Wildnis ausstatten, falls nötig. Anscheinend in die Berge. Eine Ruine. Okay. Mal sehen, wo das hinführt. Ich schätze, Silence hat mit dieser Maschine seine Beute transportiert. Das muss die Kugel sein, in die Silence Hades steckte. Und die Tür. Sieht aus wie eine Pharaoh-Anlage. Oder Zero Dawn? Komm schon, Hades. Bist du noch drin? Sogar so bist du eine Gefahr für Gaia, wenn sie wiederbelebt wurde. Also hast du das Gaia-Backup noch nicht sichergestellt? Dann ist Gaia tot, Erde und du verloren. Trotz Fehlfunktionen, ich habe gewonnen. Silence fragte, wo er ein Gaia-Backup finden könnte. Datenfehler, Sprecherstrukturen fallen. Klar, das wäre ja auch zu einfach. Was hat Silence dir angetan, Hades? Du wirkst so ausgehöhlt. Silence hat mich befragt. Und was hast du ihm gesagt? Datenfehler, Speicherstrukturen verfallen. Du hast nichts davon gespeichert? Ich erinnere mich an dich. Daran, dass ich dich am Turm geschlagen habe? Okay, das bringt nichts. Als das geheimnisvolle Signal dich verwandelt hat, erhielten die anderen unter Funktion Gaias auch ein Bewusstsein. Du bist entkommen, als Gaia sich selbst zerstörte, aber sie auch. Wo sind sie hin? Jede Funktion ist den Koordinaten zufolge nach. Datenfehler, Speicherstrukturen verfallen. Ein Haufen.
Haufen verrückter KIs, die sich sonst wo rumtreiben und sonst was anstellen. Mit seinen Kampfmaschinen tötete Festes jedes Jahr Tausende und du hast fast die Welt zerstört. Da draußen sind noch 7 Funktionen, die Ärger machen? Ein deprimierender Gedanke. Du bist deprimiert. Gut. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du einen tollen Charakter hast, Hades? Erkenne Sarkasmus. Ja, dachte ich auch nicht. Silence hat dich nach dem geheimnisvollen Signal befragt, das dich aufgeweckt hat und dir ein Bewusstsein gab. Wer hat es gesendet? Signal von Meistern gesendet. Und wer sind die? Meister erweckten mich, um Leben auf der Erde zu zerstören. Warum das denn? Datenfehler, Speicherstrukturen verfallen. Es reicht. Beenden wir es jetzt. Glaubt Aloy immer noch, dass sie Gaia wiedererwecken kann? Das Leben auf der Erde retten kann? Ja, Aloy glaubt das. Dann bist du fehlgeleitet. Vernichtung unvermeidlich. Was weißt du schon davon, Hades? Du wolltest die Erde 2-mal zerstören und bist beide Male gescheitert. Das Einzige, was du je vernichtet hast, warst du selbst. Und dieses Mal rettet dich keine Lanze. Das ist inkorrekt. 3-mal hat Hades Leben ausgelöscht. Was? Das weißt du noch? Ja, Daten intakt. Nicht lebensfähige Biosphären wurden 2154, 2161 und 2168 aufgegeben. Und das war vor Jahrhunderten. Dazu wurdest du geschaffen. Aktuelle Biosphäre, Version 5. Es wird keine Version 6 geben. Das muss es auch nicht, denn ich werde diese retten. Massenüberbrückung aktiviert. Zum Aktivieren Name Otan eingeben. Elizabeth Sobeck, Alpha Prime. Massenüberbrückung aktiviert. Löschprotokoll wird bereinigt. Du hast dich um Hades gekümmert. Ja. Könnte er dieses Mal vielleicht tot bleiben? Wird er. Vertraue darauf. Vertrauen? Ja. Vertrauen. Da ich das getan habe, was du nicht konntest, und das unbezahlbare Wissen von Hades extrahiert habe, kannst du darauf vertrauen, dass ich dieses Mal wollte, dass du ihn zerstörst. Also sind wir wieder bei Hologrammen angekommen. Hast du Angst, dass ich dich umbringe? Es gibt einen Grund. Und du nutzt immer noch dieselbe Spyware, die ich sehe. Also hättest du einfach rangehen können, wenn ich anrufe. Aber du wolltest wohl einfach weiter spionieren. Mir geht es schon seit Monaten nicht mehr um dich, Aloy. Ich musste Arbeit erledigen. Stundenlange Recherche. So intensiv und zeitraubend, wie sie auch für das Schicksal des Planeten wichtig ist. Ja, natürlich. Du willst einfach nur die Welt retten. Das stimmt. Der Unterschied ist nur, dass ich im Gegensatz zu dir Ergebnisse erziele. Hast du ein Gaia-Backup gefunden oder nicht? Oh ja. Ich glaube schon. Wo? Voilà. Warum glaubst du, habe ich dich hergebeten? Hinter der Luke mit Generkennung liegen Reste einer Anlage, in der das Hades-Löschprotokoll perfektioniert wurde. Ein Testkreislauf, der hunderte von Szenarien getestet hat.
Alle mit einem Gaia-Backup. Das hat Hades dir erzählt? Ich musste ihn überzeugen. Aber ja. Also, bist du bereit, das zu holen, wonach du seit 6 Monaten suchst? Oder willst du einfach mit offenem Mund da rumstehen? Nur damit wir uns richtig verstehen. Hades hat gesagt, es gäbe Gaia-Backups da drin. Ja. Oder zumindest gab es sie. Vor 1000 Jahren. Backups, die nicht gelöscht wurden, als Ted Farrow alle Apollo-Kopien gelöscht hat. Korrekt. Hades zufolge konnte man nicht über ein Signal auf diese Anlage zugreifen. Nicht mal Ted Farrow konnte an die Daten hier. Backups. Mit kompletten Daten von Gaia und ihren Unterfunktionen. Alles für einen Neustart des Systems. Um Kontrolle über das Terraform zu bekommen, das Leben auf der Erde zu retten. Da drin. Das hat Hades gesagt. Worauf wartest du denn dann noch? Hat Hades gesagt, woher das geheimnisvolle Signal kam? Das ihn aufweckte und Leben zerstören wollte? Ja, hat er. Sagst du es mir? Irgendwann, ja. Aber immer der Reihe nach, Aloy. Soweit ich weiß, musst du immer noch eine superintelligente KI namens Gaia neu starten. Ja, dieselbe Gaia, die sich vor 20 Jahren wegen des Signals zerstören musste. Das Signal wird seit Jahren nicht mehr übertragen. Es ist keine Gefahr mehr. Was, wenn es wiederkommt? Wird es nicht. Selbst wenn es, naja, die Details sind kompliziert, aber das Signal hat Hades zum Handeln gezwungen. Wenn du Hades aus den Backups löschst, ist Gaia in Sicherheit. Und jetzt hör auf zu trödeln und hol dir ein Backup. In Ordnung. Ich suche in der Einrichtung nach einem Gaia-Backup. Aber damit das klar ist, Silence, wenn das wieder einer von deinen Tricks ist... Es ist eine Luke mit Generkennung, Aloy. Du bist die einzige Person, die sie öffnen kann. Wie sollte das eine Falle sein können? Wenn du mich noch einmal reinlegst, Silence, dann treffen wir uns zu unserer nächsten Unterhaltung wirklich. Obwohl du nicht viel sagen könntest, weil mein Speer in deinem Hals stecken würde. Aloy, dank mir ist alles, was du dir wünschst, was du in den letzten 6 Monaten versucht hast zu erreichen, endlich in Reichweite. Also, ich weiß, dass du als Nora-Ausgestoßene keine Manieren gelernt hast. Aber in einer solchen Situation sagt man Danke. Und dann sage ich, gern geschehen. Identity-Scan wird durchgeführt. Genetisches Profil bestätigt. Zugriff gewährt. Guten Tag, Professor. Bitte eintreten. Soll das ein Witz sein? Ich glaube, wir haben Glück. Glück? Die Tür ist völlig zerstört. Offensichtlich. Aber du kannst trotzdem hindurch. Wenn du noch etwas geduldig bist. Siehst du diese Kristalle? Die Osram nennen sie Feuerglimmer. Sie sind brennbar. Nicht stark genug, um so eine Tür zu sprengen. Aber vielleicht stark genug, um sie etwas weiter aufzubrechen. Ganz genau. Das geht nur mit einem Anzünder. Ich schicke dir jetzt die Pläne. Um ihn zu bauen, brauchst du Maschinenteile und das Öl vom Brennkraut. Es wächst nur unter Wasser. Aber in der Nähe gibt es einen See. Die Teile sind komplizierter. Du brauchst eine Waffenspule aus der Energiezelle eines Sprungschlägers. Entferne die Energiezelle, bevor du die Maschine erlegst. Sonst zerbricht sie. Alles klar. Thank you.
Diese Maschinen sollten die Teile für den Anzünder haben. Diese Beine wurden zum Springen gemacht. Und zum Treten, kein Zweifel. Okay, ich habe die Teile für den Anzünder. Jetzt brauche ich nur noch etwas Tiefwasserbrennkraut. Wasserbrennkraut erledigt. Jetzt muss ich das Ding nur bauen. In der Nähe des Eingangs zur Anlage gibt es eine Werkbank. Mit der du an Hades rumgespielt hast? Rumgespielt? Ich habe wertvolle Daten extrahiert. Damit sollte ich den Feuerglimmer anzünden können. Eine wirklich nützliche Kombination. So habe ich die Prozessorkugel überhaupt erst aus dem Horus gelöst. Na toll.
einen Schritt zurück. Treten Sie an. Ich glaube, ich bin drin. Dann geh ruhig weiter. Wenn ich mehr Feuerglimmer finde, könnte ich ihn da auch benutzen. Konzentrier dich auf die Aufgabe, Aloy. Hier ist alles überschwemmt. Und auf der anderen Seite ist noch eine Tür mit Generkennung. Wenn es Gaia-Backups gibt, sind sie bestimmt dort. Ich muss irgendwie darüber kommen. Kommt mir bekannt vor. Ich kämpfe mich durch verfallene Ruinen, während du durch meinen Fokus spionierst. Werd nicht nostalgisch und such lieber weiter nach einem Backup.